In New York City geschieht alle 8 Sekunden ein Verbrechen. Doch schon auf der anderen Seite des Flusses liegt Garrison, New Jersey. Eine ruhige Stadt, in der die Cops von New York zu Hause sind. Der Beamte, der dem System nicht traute und von der George-Washington-Brücke sprang, wird heute auf dem Friedhof von Garrison, New Jersey, beigesetzt. Was führt Sie in unsere schöne Stadt? Ihr soll es einem gut gehen, habe ich gehört. Und davon wollte ich mich selbst überzeugen. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie neidisch sind. Hier vertritt der Sheriff das Gesetz. Hey, Freddy! Hey, Fred! Aber die Cops haben das Sagen. Meine Befugnisse enden an der George-Washington-Brücke. Keine Bewegung! Polizei! Doch die Hälfte der Männer, die ich beobachte, lebt auf der anderen Seite, wo niemand ein Auge auf sie hat. Ich mach das schon. Sie tun, als wären sie der Sheriff von Copland. Sein Leben lang wollte er einer von ihnen sein. Ich möchte Ihnen Sheriff Freddy Heflin vorstellen. Freddy ist ein Teufelskerl. Dann rufen Sie mich doch mal an. Doch jetzt macht er eine Entdeckung, die ihn vor die tödliche Wahl stellt. Steht er auf der Seite der Cops? Freddy ist mein Kumpel. Oder auf der Seite des Gesetzes? Babbage ist noch am Leben, das wissen wir beide. Ihr wisst doch gar nicht, was hier läuft, stimmt's? Halt's Maul. Hast du eine Ahnung, was für Verbindungen der hat? Feierabend. Der Fall ist abgeschlossen. Du kommst unseren Freunden in die Quere? Willst du dir etwa hochgehen lassen? Sie hatten die Chance, sich als Polizist zu bewähren, aber sie haben's versaut. Deine Blechmarke macht dich nicht unverwundbar, Freddy! Wie soll's weitergehen? Wollen Sie die ganze Stadt verhaften? Wir haben dich im Visier, Freddy. Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta und Robert De Niro. Copland.